Das Thomas-Evangelium in Gänze, also als vollständigen Text, verdanken wir dem Handschriftenfund von Nakamadi in Oberägypten, Dezember 1945. Die Fundgeschichte ist sehr abenteuerlich, wahrscheinlich ist auch das meiste davon gelogen. Deswegen erzähle ich da jetzt gar nicht viel drüber. Insgesamt besteht der Handschriftenfund aus 13 Kodizes, die sieht man hier auch mit ihren Ledereinbänden, also eigentlich 12 Kodizes, und das, was heute als Kodex 13 gezählt wird, war so als Einbandverstärkung, glaube ich, in Kodex 6 eingelegt, wird aber heute als eigener Kodex gezählt, enthält über 50 Schriften, zum Teil auch einige Doubletten, alle in koptischer Sprache überliefert. Etliche davon, dieser Schriften in den Kodizes, waren vorher unbekannt, also sowohl dem Namen nach als auch dem Inhalt nach. Manche Sachen aus der frühchristlichen Literatur kennt man ja zumindest durch Kirchenväterzeugnisse, auch wenn man die Texte nicht hat. Im Nakamadi-Fund kamen noch christliche Apokryphen zutage, die man bis dahin nicht mal dem Namen nach kannte. Datiert wird dieser Fund, also als die Entstehungszeit des Fundes, so um 350. Das liegt daran, dass in Kodex 7 etwas datierte Einbandmakulatur, also so Dokumente, enthalten sind. Und von da rechnet man sozusagen auf den ganzen Fund hoch. Das ist ein bisschen unsauber, weil die Einbandmakulatur in den einzelnen Kodizes auch aus unterschiedlichen Gegenden stammt. Also die müssen nicht alle zur selben Zeit exakt entstanden sein, die Kodizes. Und wahrscheinlich gehörten die auch ursprünglich so zu unterschiedlichen kleinen Sammlungen. Man weiß nicht genau, wie die 13 zusammengekommen sind. Wie gesagt, die Fundgeschichte ist sehr abenteuerlich. Kommt auch ein Tonkrug vor. Sozusagen bei mehreren Manuskripten muss immer ein Tonkrug dabei sein. Aber den gibt es nicht und man weiß auch nicht genau, wo das eigentlich stattgefunden hat. Also in der Nähe von Nakamadi, das ist eben sehr weit in Oberägypten. Das ist eigentlich so kurz vor Theben. Wer schon mal im Tal der Könige war vielleicht, ist dann nicht mehr weit. Sehr weit südlich auf der Westseite des Nils. Und die Fundstelle war wahrscheinlich irgendwo auf der Ostseite, am Fuße des Djebel el-Tarif. Aber wo genau, weiß man nicht. Und der Fund wurde dann auch erstmal zerstreut. Also der wurde nicht en bloc gesichert. Es gibt keine gesicherte Fundstelle, sondern war erstmal in den Antiquitätenhandel verstreut. Kodex 1 oder was heute als Kodex 1 gezählt wird, gelangte zunächst in die Schweiz. Deswegen heißt der auch Kodex Jung in älterer Literatur, weil der ans C.G. Jung Institut gekommen ist, sozusagen als eine Art Geburtstagsgeschenk für C.G. Jung. Der hat das ja also auch mit der Gnosis und Esoterik. Und das dauerte dann eine Weile, bis der Fund komplett wieder zusammengesucht war und ist heute im Koptischen Museum in Alt-Kairo zu sehen. Also genau, wo es war, weiß man nicht, aber hier irgendwo. Also ich war letztes Jahr in Ägypten und bin den Nil aufwärts gefahren und als wir da an so einer Schleuse geparkt haben, habe ich dann auch mal die Berge dabei in der Kamadi fotografiert. Aber viel genauer wird es nicht. Die Ursprache der Schriften ist in aller Regel griechisch. Man kann das nicht bei allen wirklich nachweisen, bei einigen schon. Also Kodex 6 enthält ein Stück aus Platons Staat in einer sehr kruden koptischen Übersetzung, die ist so krude, dass man das gar nicht zunächst als Platon-Text erkannt hat. Sondern es hat also eine Weile gedauert, bis jemand sagt, das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ja, also Platon lesen so gewohnheitsmäßig hilft manchmal, um Sachen dann auch wiederzuerkennen. Bei anderen Sachen, anderen Texten kann man das, scheint sozusagen das Griechische noch durch. Auch das Thomas-Evangelium hat einen Titel, wo man die griechische Gestalt natürlich leicht erkennen kann. Kommt ein Kata drin vor und dann Euangelion und Thomas. Naja, ist dann nicht mehr viel koptisch übrig, was man da für den Titel noch gebrauchen kann. Bei manchen Texten ist es nicht ganz so offenkundig, dass die aus dem Griechischen übersetzt sind. Mein Lieblingstext aus dem Nakamadi-Fund ist nicht das Thomas-Evangelium, auch falls der Eindruck entstehen sollte. Ich finde es interessant, das Thomas-Evangelium. Finde ich auch für die Erforschung der Jesus-Tradition wichtig, aber so Nakamadi-Leute fragen sich gerne untereinander, und was ist denn so dein Lieblingstext? Ja, also meiner ist Bonte, der Donner oder auch vollkommener Verstand, eine weibliche Offenbarungsrede. Völlig durchgeknallt, aber sehr gutes Koptisch. So gut, dass man nicht sagen kann, oh, das ist aus dem Griechischen übersetzt. Und das ist richtig elegantes, gutes Koptisch. Thomas-Evangelium ist auch gutes Koptisch. Würde ich also nicht als Einsteigertext zum Koptisch lernen empfehlen. Ja, das ist zu anspruchsvolles, zu gutes Koptisch für den Anfang. Ja, das ist Nakamadi Kodex 2, in dem sich das Thomas-Evangelium befindet. Der Titel ist hier auch zu sehen. Per Euangelion, per Kata Thomas, also das sind zwei koptische Artikel, zwei Pis noch dazu, ansonsten ist das wie griechisch. Kann man das einigermaßen lesen? Ja, hier, so hier ist der Thomas, Kata, ja, und oben Euangelion. Also, und der steht am
wie das bei antiken Handschriften eigentlich üblich ist, steht der Titel am Ende des Textes. Gibt im Nakamadi-Fund auch Texte, die den Titel mal am Anfang haben. Aber sozusagen der Normalfall ist, der Titel steht am Ende. Und beim Thomas-Evangelium ist das auch so. Den Inhalt des ganzen Kodex 2 will ich gerne etwas ausführlicher vorstellen, weil das für eine neuere Interpretation des Thomas-Evangeliums nicht ganz unwichtig ist. Also erstmal ist Kodex 2 ein interessanter Kodex, weil er relativ viele Texte enthält, also 7, wie man sieht. Und die sind alle sehr unterschiedlich. Also man kann tatsächlich mal darüber nachdenken, was hat sich denn der Besteller dieses Kodex dabei gedacht, als er diese Zusammenstellung geordert hat in irgendeinem Skriptorium. Der erste Text, das Apokryphon des Johannes, scheint ein ganz wichtiger Text gewesen zu sein. Der gehört zur sethianischen Gnosis, ist allein im Nakamadi-Fund dreimal überliefert, immer als erste Schrift in Kodex 2, in Kodex 3 und Kodex 4. Und dann gibt es ihn nochmal im Kodex Berolinensis Gnosticus, den kennt man schon länger, so etwa um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, war der schon bekannt. Da steht das Apokryphon des Johannes aber an zweiter Stelle, also nicht immer, aber scheint ein wichtiger Text gewesen zu sein im Nakamadi, immer an Platz 1. Wo er vorkommt. Danach kommt das Thomas-Evangelium, was mit sethianischer Gnosis gar nichts zu tun hat. Und danach das Philippus-Evangelium. Das ist ein interessanter Befund. Ralf, jetzt kommt die Stelle für dich mit der Pistis Sophia. Hatte ich ja versprochen, ich erwähne die Pistis Sophia heute. Die Pistis Sophia ist ein merkwürdiger, später gnostischer, koptischer Text, in dem aber Thomas und Philippus als Traditionsgaranten, also quasi Evangelienautoren, erwähnt werden. Also scheinbar hängen Thomas und Philippus-Evangelium relativ eng zusammen in der Überlieferung, obwohl die unterschiedlich sind. Philippus-Evangelium gehört zur valentinianischen Gnosis, also wieder eine andere Spielart als die sethianische Gnosis und nochmal anders als das Thomas-Evangelium, was ich und andere nicht für gnostisch halten. Andere sehen das anders, kommen wir noch drauf. Dann kommt die Hypostase der Archonten, also das Wesen der Mächte kann man das auch übersetzen. Da geht es um die Schöpfungsgeschichte in sethianisch-gnostischer Umdeutung. Thematisch passt... Ja, also sozusagen ein Klassiker in Sachen Protestexegese, so nennt man das gerne, weil da die alttestamentliche Schöpfungsgeschichte mal so gegen den Strich gebürstet wird. Also alles, was da gut ist, ist in der Hypostase der Archonten schlecht und umgekehrt. Also die Schlange wird dann gut und so. Die titellose Schrift vom Ursprung der Welt, die passt thematisch ganz gut zur Hypostase der Archonten, gehört aber nicht in die sethianische Gnosis. Dann kommt noch eine Schrift über den Fall der Seele und ihre Errettung. Und am Schluss kommt nochmal ein Text aus der Thomas-Tradition. Das Buch des Thomas, der Athlet, schreibt an die Vollkommenen, hat Bezüge zum Thomas-Evangelium, ist aber auch wiederum ganz anders, gehört eher in alexandrinisches Milieu, ein weisheitlicher Text. Der Traditionsgarant heißt hier Matthias. Das ist irgendeine komische Mischform aus Matthias und Matthäus. Vielleicht ist es auch ein Schreibfehler, nicht so ganz klar. Interessant ist es aber auch deswegen, weil in der Pistis Sophia eben Thomas, Philippus und Matthias als Traditionsgaranten sozusagen in einem Atemzug genannt werden. Und die finden sich hier eben alle in Kodex 2 auch wieder. Sprachlich ist der Kodex nicht einheitlich, also so mitteleinheitlich. Das ist alles ein oberägyptisch gefärbtes Sahidisch. Das ist in der Zeit der Hauptdialekt des Koptischen. Wobei das Thomas-Evangelium dem Standard-Sahidischen noch relativ nahe kommt, also im Vergleich zu den anderen Texten, während der andere Thomas-Text, nämlich das Buch des Thomas, am weitesten vom Standard entfernt ist, also sprachlich auch am weitesten vom Thomas-Evangelium entfernt und sich, was die Dialektfärbung angeht, wiederum mit dem Apokryphon des Johannes berührt. Das ist nicht unwichtig, weil Enno Edzard Popkis in seinem Buch Das Menschenbild des Thomas-Evangeliums versucht hat, das Thomas-Evangelium sozusagen aus dem Kodex 2 heraus als so eine Art theologischer Gesamtentwurf, gnostischer Gesamtentwurf zu interpretieren. Das setzt zum Beispiel voraus, dass der so in dieser Anordnung schon auf Griechisch vorhanden gewesen ist, weil die Texte aus dem Griechischen übersetzt sind. Dann wäre Kodex 2 sozusagen die Mutter aller Kodizes. Denn dann muss man gut erklären können, warum das Apokryphon des Johannes in anderen Kodizes auch vorkommt, aber mit völlig anderen Schriften kombiniert ist. Und sprachlich eben ist der Kodex auch nicht einheitlich. Der ist also eigentlich gewachsen und wahrscheinlich aus verschiedenen Übersetzungen zusammengestellt. Das ist ja das Schöne in der Spätantike. Wenn man ein Buch haben möchte, kann man im Skriptorium immer genau das ordern, was man lesen möchte und muss nicht sozusagen blöde Sachen, die einen nicht interessieren, mitkaufen. Denn jeder Kodex ist ja ein Unikat. Das Thomas-Evangelium ist darüber hinaus noch dreimal überliefert, und zwar in
Gestalt dreier griechischer Zeugen, die man in Oxyrhynchos, auch in Ägypten, gefunden hat. Kann ich noch mal kurz die Karte? Das ist so in Mittelägypten. Ein wichtiger Fundort, da hat man so um die Wende vom Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert sozusagen einen großen Müllplatz ausgegraben mit ganz vielen griechischen Manuskripten, ganz wichtig. Und da fanden sich auch schon eben drei Fragmente dessen, was wir heute als Thomas-Evangelium identifizieren können. Als die Texte entdeckt wurden, war das nicht klar, weil man das Thomas-Evangelium zwar dem Namen nach kannte, aber noch nicht in dieser koptischen Gesamtfassung, also den gesamten Text nicht hatte mit Titel. Und diese drei Oxyrhynchos-Papyri sind jeweils nur Fragmente ohne Titel. Also ist halt nicht das Ende oder der Anfang mit Titel erhalten. Sodass zum Beispiel in der zweiten Auflage vom alten Hennecke, also was dann später Hennecke Schneemelcher und jetzt Marc Schiess Schröter ist, das hieß früher Hennecke, weil Edgar Hennecke das begründet hat, dieses Sammelwerk christlicher Apokryphen, da tauchen diese Oxyrhynchos-Fragmente noch als versprengte Herrenworte auf, weil man eben noch nicht wusste, dass das irgendwie zum Thomas-Evangelium dazugehört. Codex Papyrus Oxyrhynchos Nummer 1 stammt aus einem Kodex, das kann man hier auch unschwer erkennen. Ja, das ist ein Blatt, ein Papyrusblatt aus einem Kodex. Der Seitenrand ist noch gut erhalten, in der Mitte ist es dann wahrscheinlich sozusagen innen ausgebrochen aus dem Kodex. Das ist Vorder- und Rückseite, ja. Ja, ist schön gespiegelt, kann man gut sehen. Also ein Blatt aus einem Kodex wird so um 200 datiert. Das ist also mal so 150 Jahre älter als der Nakamadi-Fund, wobei Datierungen sind immer so ein bisschen lesen. Im Kaffeesatz, wenn man nicht datierte Makulatur dazu hat und wirklich wissen kann, aus welcher Zeit das stammt, mit den rein paläographischen Indizien ist es immer so ein bisschen heikel. Deswegen ändern sich Datierungen auch ab und zu. Aber sicherlich älter als die koptische Fassung des Thomas-Evangeliums. Und dann gibt es noch zwei weitere Zeugen, Papyrus Oxyrhynchos 654 und 655. An denen ist interessant, dass die beide von einer Rolle stammen. Das ist ja bei christlichen Texten sehr ungewöhnlich. Also mit dem Siegeszug des Christentums geht irgendwie auch der Siegeszug des Kodex als sozusagen literarisches Transportmittel einher. Also die Geschichte des Christentums ist immer mal von technischen Revolutionen begleitet. Ja. Naja, muss ich ja hier nicht. Ich bin vorhin an Herrn Gutenberg vorbeigekommen. Aber das ist in der Spätantike auch schon so. Ja. Also vorher Rolle. Kennen Sie alle aus dem Konfirmandenunterricht. Ne? Müssen alle bestimmt mal eine Rolle basteln und so. Aber für christliche Texte eben relativ ungewöhnlich und zumindest ein Indiz für höheres Alter. Natürlich gibt es auch Rollen, die relativ spät sind und Kodizes, die relativ früh datiert werden können, aber so als Faustregel Rolle älter als Kodex. Wobei die nun gerade eher so um 250 datiert werden, etwas jünger sind als just das Kodex-Fragment von Papyrus Oxyrhynchos Nummer 1. Und das Interessante, also wir haben sozusagen aus Oxyrhynchos nochmal drei griechische Fragmente zum Thomas-Evangelium, die sich überhaupt nicht überschneiden inhaltlich. Also das ist natürlich sehr schön, weil man braucht ja nicht unbedingt Dubletten, aber es ist auch ein ulkiger Zufall. Ja? Wiederum stammen alle aus dem Anfang des Thomas-Evangeliums. Das Thomas-Evangelium hat insgesamt, also nach der heutigen Zählung, es hat natürlich keine Original-Login-Zählung, aber man zählt heute von 1 bis 114, so viel wie der Koran Suren hat, auch das ist sicher Zufall. Aber Papyrus Oxyrhynchos 654 enthält Thomas Evangelium 1 bis 7, dann kommt Papyrus Oxyrhynchos 1, 26 bis 30 und dann 31 bis 33 und interessanterweise kommt nach Logion 30 und Papyrus Oxyrhynchos 1 das Logion 77, also was sozusagen der Referenztext ist immer der koptische Thomas-Evangeliumstext, da hat man sozusagen die volle Durchzählung von 1 bis 114. Und das, was im koptischen Thomas-Evangelium Logion 77 ist, taucht hier nach Logion 30 auf im Papyrus Oxyrhynchos 1, aber nur die Sätze 3 und 2 und also sozusagen auch noch in umgekehrter Reihenfolge. Das sagt was über die komplizierten Überlieferungsverhältnisse. Wir müssen das jetzt gar nicht vertiefen, das können wir nachher sozusagen im Seminarteil noch machen, uns das eine oder andere etwas genauer angucken. Aber man sieht schon, es gibt sozusagen auch Differenzen. Und dass man einen griechischen Zeugen hat, heißt auch nicht automatisch, dass der besser ist als der koptische. Ja, manchmal ist das so, manchmal ist die Textform aber nicht zwangsläufig besser als die koptische.
ich nehme an, die Freunde der Textkritik, der neutestamentlichen Textkritik, wissen alle um die Bedeutung des Altlateiners K zum Beispiel, für die Textkritik des Markus-Evangeliums. Also manchmal hilft einem auch ein übersetzter Text und der kann durchaus sozusagen eine ältere Textform repräsentieren als ein Textzeuge in der Originalsprache. So, das heißt, insgesamt haben wir 4 antike Handschriftenzeugnisse, 3 griechische, 1 koptischen für das Thomas-Evangelium. Das ist bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts eigentlich keine schlechte Bezeugung. Wenn Sie mal so hinten in Ihrem NT-Greze so durch die Tabelle gucken, es gibt auch neutestamentliche Schriften, die sind bis zu diesem Zeitpunkt nicht besser bezeugt. Erst der 2. Timotheusbrief zum Beispiel. Und danach wird es aber eben schwierig, da kommt dann nichts mehr. Ja? Das ist beim Neuen Testament anders. Daraus ergeben sich bei der Erforschung des Thomas-Evangeliums, insbesondere wenn man den synoptischen Vergleich mit den später neutestamentlichen Evangelien wagen will, einige methodische Schwierigkeiten. Ja, also einerseits haben wir eben eine relativ gute Bezeugung bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts. Andererseits gibt es den vollständigen Text des Thomas-Evangeliums nur in der Abschrift einer koptischen Übersetzung aus dem 4. Jahrhundert. Wie gut die insgesamt ist, das kann man nicht sagen, mangels Vergleichsmöglichkeiten. Das heißt, wenn man das Thomas-Evangelium mit Matthäus, Markus oder Lukas oder auch Johannes vergleichen will, wir haben keinen kritischen griechischen Text des Thomas-Evangeliums. Das ist so ein Vorbehalt, den muss man beim Vergleich eigentlich immer mitdenken. Das ist aber umständlich. Ja, natürlich möchte man trotzdem den synoptischen Vergleich machen und muss dann irgendwie dieses Problem auch mal ausblenden. Es ist aber immer da. Es gibt keinen griechischen Text und das erschwert den synoptischen Vergleich mit den kanonisch gewordenen Evangelien durchaus. Denn der koptische Text aus dem 4. Jahrhundert, der kann natürlich durch die in der Zeit schon verbreiteten koptischen Übersetzungen der neutestamentlichen Evangelien durchaus beeinflusst sein. Das sagt aber überhaupt nichts über Abhängigkeitsverhältnisse. Also Judith Hartenstein und ich hatten die sehr undankbare Aufgabe für die Synopse, für die Thomas-Parallelen zu den neutestamentlichen Evangelien griechische Rückübersetzungen anfertigen zu müssen. Damit macht man sich keine Freunde, weil das braucht eigentlich auch niemand. Das war aber der Preis, damit der koptische Text in die Synopse rein kann. Das war nämlich ein Novum. Ja? Vorher galt nur Griechisch und Latein in die Synopse. Und wir wollten aber den koptischen Text da rein haben. Der Preis dafür war eben griechische Rückübersetzungen der Parallelen zu den neutestamentlichen Evangelien anzufertigen. Und da steht man natürlich immer vor der Frage, übersetzt man jetzt möglichst dicht am Text der neutestamentlichen Parallelen, also schon, wenn man vom Koptischen ins Griechische rückübersetzen will, das macht ja schon keinen Spaß, ja? Kann man sich vorstellen, ist sehr entsagungsvoll. Da guckt man natürlich automatisch auch in die neutestamentlichen Texte, guckt, wie lösen die denn dieses Textproblem oder wie drücken die das aus? Und dann steht man halt vor der Frage, übersetzt man das Griechische dann eher nahe am neutestamentlichen Text oder will man die Differenz betonen? Kann man auch künstlich irgendwie daneben übersetzen, nur damit es anders aussieht? Ganz schwierig. Und wenn ich jetzt sozusagen als Kopte aus dem Griechischen das Thomas-Evangelium ins Koptische übersetzen will und ich habe schon koptische Übersetzungen der neutestamentlichen Texte, da gucke ich da natürlich rein, ist doch ganz klar. Deswegen ist vielleicht auch das Sahidisch des Thomas-Evangeliums auch so relativ dicht am Standard-Sahidisch, anders als bei den anderen Texten in Kodex 2, wäre eine mögliche Erklärung. Und hinzu kommt, dass natürlich die Gattung Spruchevangelium das Problem noch verschärft, was den kritischen Text angeht, weil so ein Spruchevangelium ist per se natürlich offen für, oder eine Spruchsammlung generell sind offen für Erweiterungen und Kürzungen. Das bringt die Gattung so mit sich. Gibt Spruchsammlungen, die sind häufiger bezeugt in verschiedenen Sprachen. Die Sextussprüche gibt es auch in Akamadi Kodex 12, aber auch, glaube ich, auf Armenisch und Griechisch. Und da kann man das sehr schön sehen. Da ist keine Handschrift wie die andere. Ja? Da gibt es Fluktuationen bei der Anzahl der einzelnen Sprüche. Das bringt die Gattung so mit sich. Und ich habe noch so ein kleines Gedankenexperiment mir überlegt. Da wollte ich Sie gerne mal mitnehmen. Also, wir haben, wie gesagt, von Thomas Evangelium 4 Zeugen bis ins 4. Jahrhundert, 3 griechische und einen koptischen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das Matthäus-Evangelium wäre nicht kanonisch geworden. Da kann man sich jetzt verschiedene Gründe überlegen, warum das nicht geklappt hat. Also je nachdem, wie man sich den alternativen Verlauf der Kirchengeschichte so denkt, ja, das Matthäus-Evangelium könnte von einer heidenchristlich dominierten Kirche als zu jüdisch ausgesondert worden sein. Ja, wegen Sätzen wie, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Matthäus 15, 24. Und hätte diese heidenchristlich dominierte Kirche die Verbindung zu ihrer jüdischen Wurzel
kappen wollen oder gekappt, hätte das Matthäus-Evangelium als zu judenchristlich aussortiert worden sein können. Wahrlich, ich sage euch nämlich, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota oder Häkchen vom Gesetz vergehen. Es gibt sicherlich christliche Gruppierungen in den ersten Jahrhunderten, die damit Schwierigkeiten gehabt hätten. Wäre die gnostische Bedrohung der Kirche noch stärker ausgefallen als ohnehin, hätte selbst das Matthäus-Evangelium, das übrigens von den Manichäern wesentlich häufiger benutzt wurde als das Thomas-Evangelium, auch als zu gnostisch aussortiert werden können oder zumindest unter Gnosis-Verdacht geraten können. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, super gnostischer Satz, ja, steht aber im Matthäus-Evangelium. Oder das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Matthäus 6, Bergpredigt, aber sozusagen aus dem Kontext gerissen, kann man auch sehr schön gnostisch lesen. Das Matthäus-Evangelium hätte auch schlicht in die Hände falscher Benutzer, syrischer Enkratiten zum Beispiel, geraten können und wäre dann mitsamt seiner Trägergruppe einfach unterdrückt worden. Und dann hätten wir das Matthäus-Evangelium vielleicht nicht in zahlreichen antiken Handschriften, kein Mehrheitstext natürlich, ja, sondern nur noch in Fragmenten, zum Beispiel Papyrus 1 aus dem 3. Jahrhundert, Papyrus 19 aus dem 4. und 5. Jahrhundert, Papyrus 21 aus dem 4. oder 5. Jahrhundert, Papyrus 25 aus dem 4. Jahrhundert. Und dann stellen wir uns mal vor, der einzige erhaltene, vollständige Text des Matthäus-Evangeliums wäre die koptische Version im mittelägyptischen Dialekt des Codex Köln. Das ist eine sehr interessante Variante des Matthäus-Evangeliums. Und es wäre aber der einzige Matthäus-Text, den wir vollständig hätten. Der ist schon sehr anders als unser kritischer Matthäus-Text. Gibt es zum Beispiel den Lanzenstich aus Johannes 19. Ja, Parallelstelleneinfluss würde man das im Apparat des Nestle-Ahlander nennen, ja, dieses kursive P mit der Klammer dahinter. Ja, es gibt diverse Überschneidungen mit Markus, Lukas und auch mit dem Thomas-Evangelium. Und ja, wie würde dann wohl die Antwort der neutestamentlichen Wissenschaft ausfallen, was die Abhängigkeitsverhältnisse des Matthäus-Evangeliums zu den kanonischen Evangelien angeht? Ja, es hat Geburtsgeschichten sehr ausführlich und so ist also sekundär. Also man kann sich schon vorstellen, sekundär und von den kanonischen Evangelien abhängig wäre wahrscheinlich das Urteil, wenn wir es nur sozusagen in dieser ausschnittartigen Bezeugung hätten. So, das war ein etwas launiger Exkurs. Das Thomas-Evangelium ist außerdem noch literarisch bezeugt, auch das werde ich mal abkürzen. Also diverse Kirchenväter nennen das Thomas-Evangelium. Der wichtigste Zeuge ist Hippolyt von Rom, der auch ein Zitat bringt, was an Thomas-Evangelium Logion 4 anklingt. Aber nicht immer weiß man wirklich bei den Kirchenväter-Zitaten oder Erwähnungen, ob unser Thomas-Evangelium gemeint ist. Es gibt ja auch noch andere Thomas-Texte, das könnte auch manchmal das Kindheitsevangelium des Thomas genannt sein. Oft wird dann in späteren Kirchenväterzeugnissen das Thomas-Evangelium auch mit den Manichäern in Verbindung gebracht. Die können das aber nicht verfasst haben, weil die ältesten Zeugen des Thomas-Evangeliums schon vor Mani Geburt geschrieben worden sind. Also das haut dann beim besten Willen nicht hin. Aber es wird mit der Begründung oft sozusagen als apokryph gezählt, weil die Manichäer es benutzen oder später wird dann auch behauptet, sie hätten es geschrieben. Das kann aber eben nicht stimmen. Überraschenderweise, wenn man dann manichäische Originalliteratur durchforstet, findet man nur ganz wenige Zitate aus dem Thomas-Evangelium. Also eins, das zweimal erwähnt wird, ich habe euch auserwählt, einen aus 1000, zwei aus 10.000. Das ist so ein Satz aus dem Thomas-Evangelium, der sich auch bei den Manichäern findet. Aber viel mehr ist es eben nicht. Das Matthäus- oder Johannes-Evangelium wird viel häufiger von den Manichäern benutzt als das Thomas-Evangelium. Ja, besonders umstritten in der Forschung ist die Entstehungszeit, obwohl das eigentlich bei einer Spruchsammlung eine relativ müßige Frage ist, aber daran hat sich viel aufgehängt, besonders sozusagen in der Frühzeit der Erforschung des Thomas-Evangeliums. Aus der handschriftlichen Bezeugung, also vor allen Dingen Papyrus Oxyrhynchos 1 und 654, ergibt sich, dass die erste griechische Fassung des Thomas-Evangeliums jedenfalls nicht später als gegen Ende des 2. Jahrhunderts entstanden sein kann. Spannender und in der Forschung außerordentlich umstritten ist die Frage, wie lange vor bzw. wie dicht an diesem spätesten möglichen Zeitpunkt das Thomas-Evangelium tatsächlich anzusetzen ist.
Und die Frontlinie verlief sozusagen viele Jahrzehnte innerhalb der neutestamentlichen Exegese zwischen der angelsächsischen, speziell amerikanischen Forschung, das ist jetzt etwas holzschnittartig, ja, aber so als Tendenz, zwischen der amerikanischen Forschung, etwa repräsentiert durch James M. Robinson oder Helmut Köster, auf der einen Seite und dann durch die deutsche Forschung auf der anderen Seite, exemplarisch markiert durch Wolfgang Schrage. Auf Schrage komme ich dann auch nochmal kurz zu sprechen. Und die Alternativen sind dann alt, erstes Jahrhundert, unabhängig von den synoptischen Evangelien, wertvoll etwa für die Rekonstruktion der Verkündigung des historischen Jesus. Das wäre so die amerikanische progressive Position. Oder die konservative deutsche Position wäre dann spät, ja, zweites Jahrhundert, Mitte zweites Jahrhundert, abhängig von den Synoptikern und irgendwie wertlos oder gnostisch oder beides. Das heißt, man muss sich also nicht so intensiv damit befassen. Ja, also natürlich gibt es Vertreter aller Schattierungen auch auf beiden Seiten des Atlantik, aber so holzschnittartig als Groborientierung kommt das schon hin. Und ja, in meinem Kommentar habe ich noch so in der Einleitung geschrieben, die am Seminarteilnehmer als Hausaufgabe auf hatten, dass sich das Problem allmählich auflöst, also unter anderem durch Jens Schröters Habilitationsschrift Erinnerung an Jesu Worte. Da wird Schrages Position auch nochmal kritisch überprüft und eigentlich widerlegt. Und eigentlich hätte man denken können, so jetzt kommt sozusagen die neue Zeit, ja, und wir können uns mal ganz unvoreingenommen mit dem Thomas-Evangelium beschäftigen. Die Tücke ist, dass Wolfgang Schrage 1964 eine Untersuchung zum Thomas-Evangelium veröffentlicht hat, das Verhältnis des Thomas-Evangeliums zur synoptischen Tradition und zu den koptischen Evangelienübersetzungen 1964. Und es hat eine unglaubliche Wirkung auf die neutestamentliche Forschung, insbesondere in Deutschland, ausgeübt. Aber nicht nur. Also die Wirkung ist so immens, dass das Buch sogar zweimal plagiiert wurde. Einmal von Jacques Ménard ins Französische, da fiel es nicht gleich auf, und einmal von Michael Fieger noch 1991. Also sozusagen der Schlagschatten, den Schrages Buch wirft, der ist immens. Und im Grunde hat sich ein großer Teil der neutestamentlichen Forschung sozusagen in diesen Schatten geduckt. So ganz erleichtert, wir müssen uns jetzt nicht so intensiv mit dem Thomas-Evangelium beschäftigen, weil Schrage hat es sozusagen für uns erledigt. Ja. Ja, und ich dachte, das hätte sich jetzt vielleicht doch erledigt allmählich und wir könnten damit entspannter vielleicht umgehen. Das ist aber eben leider nicht ganz so, deswegen hier nochmal etwas ausführlicher. Schrages Untersuchung hat mehrere Vorzüge, die ist also wirklich sehr gelehrt und sie ist nicht so dick. Ja? Also es ist wirklich ein schmales Bändchen. Häufig verhält sich ja sozusagen Umfang umgekehrt proportional zu Inhalt. Haben Sie vielleicht schon gemerkt. Und das Schöne an Schrage, der ist wirklich knapp. Aber sein Ansatz ist im Kern letztlich unwissenschaftlich, weil er nämlich nicht das Verhältnis des Thomas-Evangeliums zur synoptischen Tradition ermitteln will, sondern er will von vornherein beweisen, dass das Thomas-Evangelium abhängig ist von der synoptischen Tradition. Das ist sozusagen das erklärte Ziel. Und unter dieser Prämisse steht sozusagen das Ganze. Und sehr erhellend ist der Untertitel von Schrages Untersuchung. Der heißt nämlich zugleich ein Beitrag zur gnostischen Synoptikerdeutung. Und dieser Untertitel seines Buches beschreibt exakt, was Schrage macht. Der deutet die Synoptiker mit den Augen eines Gnostikers des 2. oder 3. Jahrhunderts und begeht dann sozusagen den Irrtum zu glauben oder uns weismachen zu wollen, dass das die Position des Thomas-Evangeliums sei. Das ist sozusagen der Haken an der Sache. Aber eben ein großer Teil der neutestamentlichen Exegeten in Deutschland hat sich dann doch der Mühe enthoben gesehen, die Sache nochmal kritisch zu prüfen. Die Sache war dann eben erledigt. Interessant ist zum Beispiel Hans Weder, Jesu Gleichnisse als Metaphern, ja durchaus ein, weiß nicht, Klassiker, aber Standardwerk der Gleichnisforschung. Das Schöne ist, bei Weder kommen die Thomas-Parallelen wirklich vor bei der Gleichnisuntersuchung, aber sozusagen immer im Nachklapp und immer sozusagen unter den Prämissen, die Schrage aufgemacht hat, und es wird dann immer dann sozusagen nachträglich noch abgehakt. Interessant ist, dass sozusagen die exegetischen Regeln, die Regeln der Textuntersuchung und der Exegese, die werden vorher durchaus mustergültig angewendet. Und wenn es dann zum Thomas-Evangelium kommt, dann gelten die plötzlich nicht mehr. Ja, also das ist besonders frappierend, wenn das Thomas-Evangelium oder die Fassung eines Gleichnisses im Thomas-Evangelium gerade die redaktionellen Elemente einer synoptischen Parallele nicht enthält. Ja. Und man dann also davon ausgehen muss, das Thomas-Evangelium hat gerade die redaktionellen Elemente der Synoptiker herausgekürzt, immerhin 1900 Jahre vor Erfindung der Redaktionskritik. Und warum? Ja, wahrscheinlich, um Exegeten des 20. Jahrhunderts aufs Glatteis zu führen, die sich aber natürlich nicht foppen lassen. Und es
mal an einem Beispiel. Ich habe das konservative Exegese genannt. Ich verwende konservativ nicht generell als Schimpfwort. Deswegen will ich kurz sagen, was ich darunter verstehe. Nämlich genau diese Prämisse zu machen und vom absoluten Vorrang des Kanon auszugehen. Also das, was kanonisch ist, ist immer sozusagen vorrangig vor dem, was nicht kanonisch ist. Und das ist was, was ich sozusagen als exegetischer Herangehensweise überhaupt nicht verstehe. Ja, ich finde den Kanon nicht schlecht. Ich finde, das ist schon ein Best-of der frühchristlichen Literatur, soweit wir das beurteilen können, weil wir ja gar nicht alles kennen. Ja. Wir kennen einen aus 1000, zwei aus 10.000. Aber sozusagen verglichen mit dem, was wir sonst noch so kennen, ist der neutestamentliche Kanon nicht schlecht. Aber für die Untersuchung spätantiker Texte ist der Kanon als solcher irrelevant. Ja. Wenn ich die Texte vergleiche, muss man die gleichrangig beurteilen. Und ja, Thomas Logion 57, Jesus spricht, das Königreich des Vaters gleicht einem Menschen, der guten Samen hatte. Sein Feind kam in der Nacht, er säte Lolch unter den guten Samen. Der Mensch ließ sie, die Knechte, die nicht genannt werden, nicht den Lolch ausreißen. Er sprach zu ihnen, dass ihr nur nicht geht, um den Lolch auszureißen und ihr dann den Weizen gemeinsam mit ihm ausreißt. Denn am Ende der Tage wird der Lolch offenbar werden, er wird herausgerissen und verbrannt werden. Zum Vergleich gibt es nur eine Parallele bei Matthäus in den synoptischen Evangelien. Matthäus 13, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und das ausjäten? Er sprach, nein, damit er nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn er das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Die Matthäus-Fassung ist deutlich länger, das war jetzt leicht zu merken. Die ist auch in sich nicht ganz stimmig und enthält redaktionelle Elemente, kann man bei Ulrich Lutz oder auch Weda oder sonst wo nachlesen. Die kann man auch durchaus ermitteln, ohne das mit dem Thomas-Evangelium vergleichen zu müssen. Und Wolfgang Schrage schreibt eben 1964 dazu, Logion 57 ist eine Parallele zum Gleichnis vom Unkraut oder dem Weizen, das nur bei Matthäus überliefert ist. Das finde ich einen außerordentlich erhellenden Satz. Also man kann ja auch Exegeten exegesieren. Und wenn jemand ein Buch über das Thomas-Evangelium schreibt, ja, und die Texte des Thomas-Evangeliums mit anderen vergleichbaren Texten vergleicht und dann schreibt, dass das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen nur bei Matthäus überliefert ist, obwohl es ja ganz offensichtlich auch bei Thomas überliefert ist, sonst könnte man ja gar keinen Vergleich anstellen, dann sagt das sehr viel über die Haltung sozusagen des Autors aus. Also prioritär ist immer das Matthäus, also ist das Kanonische. Also eigentlich müsste der Satz lauten, dass außer bei Thomas nur bei Matthäus überliefert ist, ja, oder ansonsten nur bei Matthäus überliefert. Aber das würde Matthäus und Thomas auf eine Stufe stellen, das kriegt Schrage einfach nicht übers Herz. Ja. Das kriegt er, kann er nicht schreiben. Und es sagt also sehr viel über die Haltung, mit der er an die Sache herangeht. Und auch das Weitere ist sehr schön, die im Vergleich mit Matthäus sich als eine Art Kurzfassung gebende Form des Gleichnisses bei Thomas wirft die Frage auf, ob Thomas auf eine ursprünglich kürzere Fassung zurückgeht oder ob Thomas selbst für die Kürzung verantwortlich ist. Die Antwort kann nur lauten, Thomas hat gekürzt. Und gekürzt hätte der Verfasser des Thomas-Evangeliums dann aber gerade solche Elemente der Matthäus-Fassung, die die neutestamentliche Exegese als redaktionell erkannt hat. Wie gesagt, 1900 Jahre vor der Erfindung der redaktionskritischen Methode. Und noch schöner ist Schrages Fazit. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass Thomas das Feld zwar nicht als Kirche, aber doch als Welt verstand, also irgendwie gnostisch gedeutet. Nur wird in der Thomas-Fassung, wie Sie sehen können, das Feld gar nicht erwähnt. Das kommt nur bei Matthäus vor. Aber Schrager weiß trotzdem, wie Thomas das Feld versteht, das in seiner Fassung des Gleichnisses gar nicht vorkommt. Ich hoffe, das ist hinreichend deutlich, dass man es so nicht machen kann. Aber wie gesagt, meine Einschätzung, dass sich das nun erledigt hat, die war zu optimistisch. 2007, parallel sozusagen zu meinem Kommentar, deswegen konnte ich das nicht einarbeiten, erschien die Habesche von Enno Edzard Popkes, das Menschenbild des Thomas-Evangeliums, finde ich schon den Titel problematisch, weil es natürlich unterstellt, es gäbe eine geschlossene Anthropologie in diesem Sammelsurium von Sprüchen unterschiedlicher Herkunft. Das war jetzt meine Position in Kurzfassung. Und das ganze Buch ist im Grunde so eine Art Schrage Redivivus, nur doppelt so dick.
oder dreimal so dick. Und sehr schön ist und exemplarisch ist, wie Popkiss mit Thomas Evangelium 25 umgeht. Das ist die Variante zum Liebesgebot im Thomas Evangelium. Popkiss schreibt auf Seite 45 zunächst, ein alttestamentlich phrydischer Reflexionshintergrund kann jedoch auf die entsprechenden Logien des Thomas-Evangeliums nicht angewendet werden. Und dann kommt auf derselben Seite die Auslegung zu Thomas 25, die im Thomas-Evangelium vorliegende Gestaltung des Liebesgebots unterscheidet sich markant von synoptischen und johannäischen Korrespondenztexten. Und dann kommt als Voraussetzung, was man eigentlich durch die Untersuchung erst beweisen müsste, da das Thomas-Evangelium nach Popkiss auf einem dicho- bzw. trichotomischen Menschenbild basiert, kann Thomas 25 als Ausdruck einer Entzweiung von Leib und Seele verstanden werden. Schön ist, dass diese Floskel Entzweiung von Leib und Seele auch noch ein Zitat aus Michael Fieger ist, der wiederum Schrage abgeschrieben hat. Im Sinne einer gnostischen Anthropologie zielt die Liebe zum Bruder somit vor allem auf dessen seelisches Wohlergehen. Eine Überwindung materieller Not wäre demgegenüber nur von marginaler Bedeutung. Ja, aber Sie sehen den Text, ja, also von einem trichotomischen Weltbild oder so oder Menschenbild ist hier gar nicht die Rede. Sondern hier heißt es einfach, ja, liebe deinen Bruder wie dein Leben, da steckt Psyche als griechisches Lehnwort im koptischen Text, das wäre möglicherweise aber ein Semitismus, ja, Nefesh vielleicht steckt dahinter. Und die Fortsetzung, behüte ihn wie deinen Augapfel, die so im Neuen Testament nicht vorkommt, das ist eine alttestamentliche Wendung, die häufiger bezeugt ist. Also ich habe die Parallelen, die wichtigsten, unten aufgeschrieben. Im Barnabas-Brief kommt es dann auch nochmal. Also bei Popkiss wird dann das eigene Vorurteil sozusagen zum Kriterium der Wahrheit. Und das finde ich schon irgendwie krass und auch ein bisschen deprimierend, weil ich dann immer so schwermütig werde, wenn ich sowas lese und denke, kann denn jetzt jeder schreiben, was ihm in die Birne kommt? Oder gibt es noch Kriterien, die gelten? Aber ich weiß natürlich, dass mehrheitlich ordentliche Exegese getrieben wird. Aber ich muss mir das dann immer extra sagen, wenn ich sowas lese. Und woran man die Stärke des konservativen Mainstreams gerade in Bezug auf das Thomas-Evangelium schon sehen kann, ist die Tatsache, dass es vom Thomas-Evangelium keinen einzigen Kommentar gibt in einer der renommierten neutestamentlichen Kommentarreihen in Deutschland. Obwohl es da zum Beispiel Ergänzungsbände gibt zur Didache oder zu den Ignatiusbriefen oder so, das geht alles. Aber Thomas-Evangelium gibt es nicht und führt auch irgendwie keinen Weg dahin. Ich würde gerne am Schluss noch einmal vorführen, warum es sich trotzdem, ja, noch ein bisschen was überspringen, aber ich würde Ihnen gerne zeigen, warum es sich lohnt, auch gerade im Hinblick auf die Erforschung der Synoptiker, sich mit dem Thomas-Evangelium zu beschäftigen. Und das geht gut an einem Satz aus der Bergpredigt, den Sie alle kennen, weil das im Deutschen auch sprichwörtlich ist, Matthäus 7, Vers 9. Und ja, dazu die alte Luther-Übersetzung von 1534, die ist mir in dem Fall wichtig, weil Luther den Anfang noch etwas treffender übersetzt, als das dann in der revidierten Luther-Fassung ist. Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf dass dieselbigen nicht zutreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zureißen. Also ja, hier nochmal in der Fassung von 1984. Das Textverständnis, was sich hier ausdrückt, ist das allgemein Bestimmende. Also man könnte jetzt noch englische Übersetzungen und so dazu nehmen und auch andere deutsche Übersetzungen. Das Textverständnis des Matthäustextes ist eigentlich immer so, wie es sich hier ausdrückt. Und das hat ein paar Tücken. Und normalerweise würden wir das jetzt so ein bisschen seminaristisch durchprobieren, bis sie von alleine drauf kommen. Das müssen wir jetzt leider abkürzen. Sagen wir, überspringen jetzt das Didaktische. Also zunächst mal sind hier zwei sehr unterschiedliche Tierregeln kombiniert. Ja, die Hunderegel und die Schweineregel. Die Hunderegel ist eine praktische Alltagsregel, die zielt auf den Umgang mit Opferfleisch aus dem Tempel. Deswegen im alten Luther mit dem Heiligtum. Das trifft es ziemlich gut. Ja. Also es geht darum, was mache ich mit Fleisch, was am Tempel geopfert wurde, was ich dann kaufe und zu Hause aufesse. Das soll man jedenfalls nicht, oder die Knochen wahrscheinlich, soll man nicht einfach wegwerfen, damit nicht Hunde als unreine Tiere sich sozusagen Opferfleisch oder die Reste vom Opferfleisch aus dem Tempel aneignen. Gibt es auch alttestamentliche Anweisungen, würde beim heidnischen Tempel aber wahrscheinlich genauso gelten. Das ist also eine praktische Alltagsanweisung,
die für das tägliche Leben relevant ist. Die Schweineregel ist von vornherein eine Metapher. Ja? Also Perlen vor die Säue, das macht ja niemand. Also das muss man niemandem als Alltagsregel verkünden, sondern es ist ganz klar, das ist von vornherein eine Metapher. Die ist auch weit verbreitet im Orient. Darüber hat Hermann von Lips einen schönen, aber weithin unbeachteten Aufsatz geschrieben. Schweine füttert man, Hunde nicht, heißt der. Ein Versuch, das Rätsel des also dieser Matthäusstelle zu lösen. Aber um das zu lösen, muss man erstmal erkennen, dass es hier ein Rätsel gibt. Das ist schon mal ganz toll an dem Aufsatz. Das zweite Problem, und dem kommt man tatsächlich mit Hilfe des Thomas-Evangeliums bei, dass hier eine Regel ohne Begründung gegeben wird, aber eine Regel mit zwei Begründungen, jedenfalls nach der gängigen Textauffassung, von denen eine auch noch unpassend ist. Also nochmal zurück. Ja. Die Hunderegel hat hier gar keine Begründung und die Schweineregel gleich zwei. Das ist auch schon deswegen komisch, weil man eine Metapher eigentlich nicht begründen muss, ja, weil sie ja gar keine praktische Regel ist. Und Schweine wenden sich auch nicht um und zerreißen Leute. Also auch nicht halbwilde Hausschweine. Also sehr lustig, was man in Kommentaren dazu lesen kann. Ja? Wie man sich das versucht zusammenzureimen, dass Schweine sich jetzt aber doch manchmal umwenden und Menschen anfallen. Wenn man ihnen Perlen gibt, wahrscheinlich nur dann. Ja? Also Sie sehen das Problem, das ist also sozusagen auch ein rhetorisches Problem. Zwei Regeln. Eine mit doppelter Begründung und eine ohne Begründung. Das ist unschön. Ja, also korrekt müsste sein, eine Regel, eine Begründung und noch eine Regel, noch eine Begründung. Darauf kann man auch kommen, wenn man das Thomas-Evangelium nicht kennt. Ja, dass das irgendwie, also nach den Regeln auch antiker Literatur, dass das irgendwie nicht stimmig ist, kann man merken. Und das Schöne ist, im Thomas-Evangelium gibt es Logion 93. Das hat nun tatsächlich die beiden Regeln auch kombiniert, die Hunderegel und die Schweineregel, aber so wie es sein soll, jede Regel mit ihrer eigenen Begründung und auch noch mit passender Begründung. Gebt das Heilige nicht den Hunden, damit sie es nicht in den Kot werfen. Werft nicht die Perlen den Schweinen hin, damit sie sie nicht zu Dreck machen oder wie immer man die Lücke füllt. Auch noch schöne sprachliche Verknüpfung mit dem doppelten Werfen. Ja, also dieser Text ist irgendwie sprachlich und rhetorisch durchdacht und eben pro Regel eine Begründung. So muss das sein. Und wenn man das erstmal kennt und diese Erkenntnis, dass das so richtig ist, auf das Matthäus-Evangelium anwendet, dann kann man eigentlich auch darauf kommen, wie das da eigentlich gemeint sein könnte. Nämlich so, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, damit sie, die Schweine, sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sie, die Hunde, sich nicht umwenden und euch zerreißen. Also das sind ja Straßenköter, ja. Küren steht da, das sind also keine Schoßhunde gemeint, die unterm Tisch sitzen und die Brosamen von des reichen Tische oder so essen, sondern ja, wilde Straßenköter, die beißen auch mal und kommen zurück. Und das Ganze ist einfach ein Chiasmus. Ja. Regel, Regel und dann erst die eine Regel und dann für die erste Regel die Begründung am Schluss. Ich finde es überzeugend, können sich das ja mal durch den Kopf gehen lassen. So, und jetzt als allerletzten Schluss noch einen kleinen Scherz, ein neuer Textzeuge für das Thomas-Evangelium. Ich war letztes Jahr nach Ostern von einer Studienreise in Ägypten, hatte meinen Sohn dabei und da war gerade The Gospel of Jesus' Wife, diese Fälschung, auf die Karen King leider reingefallen ist. Ich empfinde da keine Häme, aber finde es schon ulkig, dass man darauf reinfallen kann. Ich weiß nicht, haben Sie davon gehört? Ja, das Evangelium, wo drin steht, dass Jesus eine Frau hatte? Wenn nicht, macht nichts, ist sowieso gefälscht. Aber es war also gerade neu, 2012 kam das raus im September und wir können jetzt gerne noch diskutieren, ob das, ja, warum das wirklich gefälscht, ich kann es beweisen. Und dachte ich also zu Anschauungszwecken für das Publikum, habe ich gesagt, ich zeige mal, wie man richtig fälscht. Und mein Sohn hat in Amarna ein Ostrakon gefunden, das ist garantiert alt, so macht man das, wenn man fälscht, man nimmt antike Schriftträger, unbeschrieben, ja. Weil man sonst mit C14-Analyse natürlich sofort rauskriegt, dass das neu ist. Dann ist die schöne Fälschung schon dahin. Also eine alte Scherbe. Und dann habe ich meinen Lieblingsspruch des Thomas-Evangeliums einfach draufgeschrieben, der sich auch sehr gut zum Abschluss eines Vortrages ändert. Petsche Jesus, Schope, etetten irpa age. Passt auch sehr gut auf ein Ostrakon, ist nicht so lang und heißt, Jesus spricht, werd Vorübergehende. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierher.